Die folgende Methode hat mir schon etliche Male geholfen, meine Kunden glücklich zu machen. Gerade beim ersten Yakari-Album habe ich diesen Trick meist auf dem Instrumentenbus verwendet, um die Stereobreite der Mischung kontrolliert zu betonen. Der Fairchild 670 wird gerne als Vater aller Kompressoren bezeichnet. Er hat wohl auch als erster die Möglichkeit einer Latvert-Kompression angeboten. Damals wurde diese recht spezielle Form der Dynamikbearbeitung hauptsächlich beim Vinylschnitt eingesetzt, um zu verhindern, dass die Abtastnadel bei zu großer Stereobreite aus der Schallplattenrille springt. Wir verwenden diese Mitten-Seiten-Kompression, um den Sound maximal breit zu machen, ohne dass er seine Monokompatibilität verliert. Wie das genau geht, zeige ich dir am besten mit der kostenlosen Version von Hofer System. So kannst du sofort an deinem Rechner mit deiner DAW alles nachvollziehen. Den Link zu dieser Gratis-System-Variante findest du im Infofeld direkt unter dem Video. Dieser recht fette Drone-Sound kommt überwiegend aus der Mono-Mitte. Damit konkurriert er im Mix mit Bassdrum, Snare, Bass, den Vocals und anderen wichtigen Protagonisten der Produktion. Ich zeige dir jetzt mit der wahrscheinlich krassesten Variante einer Latvert-Dynamikbearbeitung, wie du diesen Synth-Sound maximal breit bekommst und damit mehr Platz in der Mono-Mitte schaffst. Wir insertieren Hofer's System auf der Spur. Wie gesagt, das geht alles auch mit der kostenlosen Version, die ich hier verwende. In System öffnen wir das Routing-Modul mit Side. In den Side-Slot ziehen wir aus den Dynamics den Master-Limiter. Jetzt erhöhen wir den Input des Limiters, bis die Reduktion fast immer orange zeigt. Den Output stellen wir so ein, dass die Monokompatibilität erhalten bleibt. Das kannst du prima auf dem ebenfalls kostenlosen Hofer for You Goniometer und Correlator oder unserem Analyzer feintunen. Achte einfach darauf, dass diese Anzeige nicht in den unteren Bereich wandert. Fertig, ich habe meine Einstellung gefunden. Damit klingt es so. Und ohne unser Latvert-Limiting war es so. Nochmal mit. Dadurch unsere Bearbeitung der Seitensignalanteil massiv gepimpt wurde, wirkt der Sound prominenter, lässt im Mix jedoch mehr Platz für Bassdrum, Snare, Bass und Co., die überwiegend durch die Mitte kommen. Vorhin meinte ich, das sei die wahrscheinlich krasseste Variante einer Latvert-Dynamikbearbeitung. Nun, ich probiere jetzt mal aus, wie es mit einem Saturator auf dem Seitensignal klingt. Das ist ja vielleicht der Stoff für ein weiteres Tutorial. Und damit du das nicht verpasst, abonniere gleich meinen Kanal und lass dich bei neuen Tontechnik-Videos benachrichtigen.